Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Throwback Thursday. Wir sind in Final Fantasy unterwegs, haben in der letzten Folge hier im Grenzdorf Dali festgestellt, dass Vivi, also dass hier Marionetten produziert werden, die so ein bisschen aussehen wie Vivi. Und ja, wurden dann von einem weiteren schwarzen Tenor angegriffen, den wir natürlich besiegt haben. Und jetzt machen wir uns auf das Luftfrachtschiff, auf dem wir dann nach Limblum reisen können, gemäß Steiner. Hm. Ich hatte nochmal geguckt, dass die Geschichte mit dem Dorfschulzen, also das Haus des Dorfschulzen, kommen wir später rein. Deswegen machen wir hier mal weiter. Hm. Wir gehen einfach zum Frachtschiff. Einfach auf geht's zum Frachtschiff. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment. Aber warte, ich werde das übernehmen. Du? Das sind ja ganz neue Töne, die du da von dir gibst. Es ist für das Wohl der Prinzessin, nicht etwa für dich, Kerl. Ah, Steiner. Er war doch so entschieden, dagegen nach Limblum zu fliegen. Hm. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Sieh dann, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Limblum? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten... Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Sieh dann. Was gibt's, Vivi? Diese Marionetten, die wir da unten gesehen haben. Die sahen doch aus wie ich, oder? Stimmt, sie sahen die ähnlich. Nein, das macht die Zipfelmütze. Eher nicht. Schließlich waren es ja nur Marionetten. Pass lieber auf, dass du nicht über deine eigenen Füße stolperst. Es geht los. Was hat der Alte da bloß wieder eingerichtet? Egal. Komm, Lilly. In ein Schiff, das nicht nach Limblum fliegt? Keine Zeit für lange Erklärung. Na dann, mal auf! Hier rüber! Na los doch! Vertrau mir. Los, sonst fliegt es noch ohne uns ab. Aber... Ich hab dir doch versprochen, dich nach Limblum zu bringen. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der kann nicht ab. Ups. Ah. Oh, hat er hier etwa den Po gepackt? Macht man doch nicht. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand da hingekommen ist. Nun reg dich doch bitte nicht so auf. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Vivi, bist du in Ordnung? Mir ist so schwindelig. Lass uns hineingehen, Vivi. Sieh dann, ich vertraue dir. Tust du das wirklich, Lilly? Ja, ja, wenn sie uns die Tür vor der Nase zuschlägt, weiß ja nicht. Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht einen Kuss. Was denn, ist es schon soweit? Sieh dann. Was ist los? Ist irgendwas? Vivi. Was ist mit Vivi? Entschuldigung? Ach du Schreck. Bewegen sich ja. Hallo, mein Name ist... Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi? Vivi? Entschuldigung? Vivi?
Und hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein. Irgendwie sehen sie durch mich durch. So als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Vivi? Entschuldigt mich bitte kurz, ich gehe mal ein bisschen rauf. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir doch noch in Alexandria. Kümmere dich ein bisschen um Vivi, ja? Okay. So, dann gucken wir mal. Sieht aus wie eine Schatztruhe, aber in Wirklichkeit ist das irgendeine Maschine. Wow. Sie war auch nicht mehr das neueste Modell dieser Motor. Aber auf die modernen Nebelantriebe hat eben Lindblum das Monopol. Naja. Der Kahn ist wohl schon seit Ewigkeiten im Einsatz, aber sie haben ihn gut in Schuss gehalten. In Sachen Maschinenbau hat Alexandria einiges nachzuholen. Es ist also seltsam in einem Dorf wie Dali die neueste Technologie anzutreffen. Na. Okay, mit uns redet er auch nicht. Also das ist kein Vivi-Problem. Auf nach oben! Ich finde die Musik so toll. Ah, ohne Mist. Steiner? Was mache ich jetzt nur? Irgendetwas muss ich doch tun können. Wie konnte so etwas überhaupt geschehen? Er hat dich alles so geschickt eingefädelt und dann startet das Schiff, bevor die Prinzessin an Bord kommen konnte. Wie soll ich das bloß, Königin Brain? Hey Alter, was sollte das gerade vorhin? Wir hätten es beinahe nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Du! Wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl, aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug, es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Ach ja, dieser Steiner Mensch. Es scheint fast so, als würden sie mich gar nicht wahrnehmen. Gehen wir mal hier rein. Wir haben auch noch günstigen Wind. Wie vortrefflich. Königin Brain wird uns überaus zufrieden mit mir sein, jetzt wo die Dinge sich so darstellen. Hm. Aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg ins Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslänglich erhält. Diese Vorgehensweise geziemt sich nun mal für einen wahren Ritter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Vorgehensweise geziemt sich für einen wahren Ritter. Oh ja. Was geschieht? Uiui. Uiuiui. Du, was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl! Bist du des Wahnsinns? Na warte. Du kleiner Mieser. Hey Alter, scheinst die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl, du warst doch der Auslöser des ganzen Unglücks. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort ruhig stellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen? Man weiß es nicht.
Vivi! Bist du in Ordnung? Ein Knirps wie du war es also, der Nummer 2 erledigt hat. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3, hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Wahaha, Prinzessin. Bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Störenfried aus dem Weg geräumt hab. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Jetzt kommt eine der geilsten Cutscenes überhaupt. Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht beiseite, oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten, was fällt euch überhaupt ein? Welch Grausamkeit. Wow. Meister Vivi, ich streite an eurer Seite. Wartet, ihr zwei. Lilly. Ja? Wir kümmern uns um diesen schwarzen Tenor. Übernimm du bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann stehen uns wohl noch mehr Gefahren bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Lindflug liegt, oder ob wir nach Alexandria umkehren, das entscheidest allein du. Wie auch immer, ich bleibe bei dir, aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott, alles klar? Mach dir keine Sorgen. Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen. Dass du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied auszumachen magst, zeugt nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollten, das geht entschieden zu weit. Was traut ihr denen überhaupt hinterher? Was trauert ihr denen überhaupt hinterher? Wo die herkamen, gibt es noch viel mehr. Wer seid die Tenöre eigentlich? Oho. Damit hätten wir alle beisammen, 3 Schmeißfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefälligst. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist dem Tod geweiht. So, Vivi startet mit der Trance, das ist auf jeden Fall cool. Ansonsten machen wir das gleiche wie vorher, einmal Feuer, einmal Eis. Alles Magie, Feuer, Eis. So, Steiner nutze ich jetzt erstmal, um ein bisschen gegenzuheilen. Mit sie dann klauen wir einfach weiterhin. Ja, Klassiker. Hm.
Dann erstmal Steine selber hoch. Vivi hat noch ein bisschen, das müsste eigentlich reichen. Also Steine hat er auch noch, aber... Oh, nochmal Blitzrar. So, die Zipfelmütze haben wir, den Escutcheon haben wir. So, machen wir Vivi erstmal wieder voll. Und dann hoffe ich, dass wir das dritte Item von dem jetzt hier auch noch kriegen. Ne, kriegen wir nicht. Nein! Wir waren zu schnell. Ihr. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu ver... Nicht denn. Den haben wir auch besiegt. Aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen schwarzen sonst was gibt es eigentlich? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendwas zu tun? Sie nannten sich doch Tenero, oder? Naja, mehr als drei sollten es also nicht sein. Smart. Kann das Südentor schon sehen? Dann hat sich also entschieden. Habe ich, sag ich. Achso, hast du das gesehen, frag ich. Habe ich, sag ich. Unsere schönen Schwarzmagier-Soldaten, sag ich. Alle vernichtet, sag ich. Schuld ist nur dieser Verräter Steiner, sag ich. Nanu? Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Nummer 3 kommt zurück, sag ich. Wirklich, frag ich? Hurra, sag ich. Aber irgendetwas stimmt da nicht, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Was sollen wir jetzt machen, frag ich. Ja, und besser ab, sag ich. Abgang, sag ich. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Uiuiui. Man kann schon das Südentor sehen. Ja. Das Südentor ist ein riesiges Grenztor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde. Es ist genau auf Flughöhe errichtet. Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut. Soll ich das besser machen, Lilly? Ich möchte auch bis zuletzt selbst steuern. Soll mir recht sein, aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passagiere angemeldet. Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu. Für die Passagiere, für die Passage natürlich. Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht gerade streng. Naja, wird schon schief gehen, Kapitän Lilly, flieg uns rein. Danke. Der alte Kahn fällt zwar schon beinahe auseinander, aber der Antrieb gibt ordentlich was her. Sofort den Kurs ändern. Prinzessin, sofort hart Backbord. Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er rasend auf. Lilly, der Alte hat recht. Er verfolgt uns. Voller Schub voraus, auf das Tor zu. Bist du noch zu retten und was will sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber dem seinen wendigen Flitzer können wir uns niemals ausmanövrieren.
Wir haben keine Chance, ihn zu entkommen. Aber wenn wir es durch das Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir ihn los, verstehst du? Steiner, gib vollen Schub, Alter. Willi, halt das Steuerrad genau im jetzigen Einschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und frontalen Kurs müssten wir es gerade noch so schaffen. Uiuiui, was ne Cutscene. Und das schöne Sühnentor haben wir jetzt kaputt gemacht. Gut, stören können wir ja gerade eh nicht. Aber da ist unser Zielort. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie ist also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Dann habe ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die Lindblumschen Ingenieure haben das Tor nur wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südentor rede ich gar nicht erst. Wie konnte ich nur in so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sachen mit einem Räuber. Steiner! Jawohl. Ich wollte euch in all das nicht hineinziehen. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Mein Schuss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Lili, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben. Danke, Sidan. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ist das Schloss von Lindblum? Welch gewaltige Ausmaße. Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lili. Oh. Schade, wo wir uns doch schon so nah waren. Zidane? Ich und diese Schwarzmagier oder wie die heißen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Also Vivi. Du bist ein Schwarzmagier, aber halt anders als die anderen. Meister Vivi, was redet ihr denn da? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, dass es so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Vivi. Und die sind die, oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu? Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht. Was auch immer kommen mag, Vivi bleibt Vivi, oder? Oh, okay. Los, Vivi, wir gehen an Deck. Sich Lindblum von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell, wir sind schon fast am Himmelsdrachentor, dem Haupttor Lindblums. Da ist es.
Das Schloss Limblum. Und die Stadt Limblum innerhalb der Schlossmauern. Das sieht halt wirklich deutlich krasser aus als Alexandria, ne? Schloss Metropolis Limblum. Das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Alexandria. Genauso ist es, Vivi. In Limblum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben, inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschifflandeplatz. Hätte selbst Königin Brains Rote Rose ohne weiteres Platz. Du scheinst ja schon mal gewesen zu sein, oder Lilly? Ja, als Kind war ich einige Male hier. Aber heute ist es das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, wer sagt's denn? Dann hat auch schon der Empfang, liebste Prinzessin. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garnet Till Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen, eine Prinzessin reicht nicht in solch einer Klapperkiste. Außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solch zwielichtiger... Was fällt dir ein? So eine Unverschämtheit, die Prinzessin reist inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nun, wenn dem so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Ja. Diese Kette? Drachenkralle? Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruf sofort Minister Oberta. Nur weil so ein tump aussehender Kerl wie du bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns. Naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl? Was geht dir vor? Minister, ein paar überaus zwielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles. Sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Minister Oberta, ich bitte den unangemessenen Empfang zu entschuldigen, Prinzessin Garnet. Bitte folgt mir, seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Na. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, wir müssen ihm erstmal hinterherlatschen. Dieser Aufzug verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Erdgeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und durch das hintere Schlosstor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Und vom ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels der Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Und im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meist dort zu finden, und Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Lilly, was ist denn dieser Herzog Titt so für einer? Bin hier in Limblum zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Großherzog Titt ist der Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seinen Macken und Eigenarten haben, aber er war Vaters bester Freund. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, der wird dir schon zuhören. Und wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir reichen in Kürze das zweite Stockwerk. Ok. Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandria ist hier, um von euch empfangen zu werden.
ist deine Exzellenz? Wo ist der Grund, sein Thron ist jedenfalls leer. Nanu? Aber das... Zirp, zirp. Zirp, zirp. Seid willkommen, Zirp. Eine Juckzirpe. Eure Exzellenz. Welch Unverschämtheit, Zirp. Was? Was denn, Nelly? Ich dachte, du triffst diesen Zirp nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirpe. Auch die Juckzirpen sind in den Blumen ziemlich groß. Was soll dieses lächerliche Groteske? Uns bei einer Audienz eine Juckzirpe vorzusetzen. Behandelt man den Limblumen etwa so, Staatsgäste? Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es bis hierher zu schaffen. Und nun diese beleidigende Farce hier, ist ja wohl der Gipfel Respektlosigkeit. Bitte, so beruhigt euch doch, das ist seine Exzellenz, der Großherzog. Jetzt reicht es mir aber endgültig, so etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Wartet, Steiner. Dieser Bart, seid ihr es wirklich, Onkel Zit? Ja, ich bin es, Zit Fabel. Zip. Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unsere Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt, da wusste ich, dass du es bist, Zip. Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst, doch bitte ich, meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen, Zip. Bitte lass mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als wir zu Hilfe eilten, war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Furchtbar. Respekt, um sich unbemerkt hier in das Schloss reinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nein, Tantalus hat damit nichts zu tun, Zip. Du weißt über uns Bescheid? Es wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder, Zip? Onkel Zit, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon, Zip. Aber für heute wollen wir es erst einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von den Strapazen der Reise, Zirp. Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen, Zirp. Wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Vielen Dank bitte. Dafür ist bereits gekriegt. Happy, happy. Dieser Gourmetfraß im Schloss, das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lilia in diesem Zeug bloß findet. Ich brauche jedenfalls was Vernünftiges. Was Zünftiges. Das gibt's genau hier. Spezialität des Tages ist Karpfenkrötenschenkelsuppe. Na, das ist doch was. No. Hey Wirt, gib mir mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. Was? Wer wagt es, über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist sie dann. Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber immer doch uns selbst so. Geht schon. Also einmal Karpfenkrötenschenkelsuppe, richtig? Kommt sofort. Verzeiht, aber es steht mir etwas im Weg. Aber hallo. Sag mal. Ja, wollt ihr etwas bestellen? Nein, aber wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Hä? Ein Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff noch nie gemacht. Aber ich sage dir, Lindblumen aus der Luft, traumhaft. Pass auf, wo du mit deinem Schwanz hinwählst, du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Na dann guck dich doch mal an. Hast ja selber ein Recht verfilzt noch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Hey, sieh dann, kein Streit in meiner Schenke. Lange nicht mehr gesehen, sieh dann. Oh, ich glaub's ja nicht. Wie war der Name gleich nochmal? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christine vielleicht? Nein. Ah, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller Sedan. Ach ja, nur Spaß. Den Namen einer feinen Dame vergesse ich doch nie.
Das ist nämlich die gute Freya. Wirklich lange nicht mehr gesehen, Freya. Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben. Wie viele Jahre ist es nun schon her? So um die 3. Und wie ist es dir seit damals ergangen? Irgendetwas von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor keine Spur von ihm. Und was treibst du in Limplum? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen? Natürlich, daran nehmen Leute teil, die etwas auf dem Kerbholz haben. Das macht es interessant. Ich verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht teil, mein Bester? Ich denke nein. Du enttäuschst mich, mein Lieber. Und, hast du gar kein Ami? In Bumisia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. Bubu. Zirp, ist Königin Brain wohl auf? Ja, aber seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sie schwer getroffen haben, Zirp. Und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als würde Mutter etwas ganz Schlimmes im Schilde führen. Doch außer mir scheint niemand im Schloss Mutters Aktivitäten mit Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überregieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte. Und da dachtest du, du könntest dich an mich wenden, schließlich standen sich dein Vater und ich ja sehr nahe, Zirp. Ja, ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das Theaterschiff aus Limplum eintraf, um damit dann bis hierher gelangen zu können. Durch puren Zufall aber befand sich auf diesem Schiff die Tantalus-Bande, die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexandria gekommen war, mich zu entführen, und so nahm alles seinen Lauf. Es war jedoch niemand anderer als ich, der Tantalus den Auftrag gab, dich zu entführen, Zirp. Bitte? Ich habe deinem Vater damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendetwas sein sollte, Zirp. Hier in Rindblum sind wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst, Zirp. Doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte sie es womöglich noch einen Krieg ausgelöst, Zirp. Mark schuldete mir noch einen Gefallen von früher, sodass ich also ihn und seine Bande einschaltete. Ich dachte mir, wenn Tantalus dich entführt und sie dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen. Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir erbitten, Zirp. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Und auf Dali habe ich Schwarzmagie gesehen, Seelenlose von Magie zum Leben erweckte Marionetten. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. Welchen Zusammenhang Vivi zu all dem steht, ist mir nicht klar, aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt? Wir müssen etwas unternehmen, bevor es soweit kommt, Zip. Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Brink kein Gegner für unsere Luftschiffflotte, Zip. Überlasse alles mir, ich kümmere mich darum, Zip. Ich vertraue auf euch, Großherzog. Aber, kein Grund zu förmlich zu werden, Zip. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war, Zip. Vielen Dank, Onkel Sid. Ach ja. Wo sind wir hier? Das sind die Luftschiff-Docks. Oder besser gesagt, das Herz und die Seele unseres geliebten Limplums, Zip. Aber diese Docks sind doch vollkommen leer. Nun ja, dieses Dock Nummer 1 hier dient dem Schiffsbauen als Werft. Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier auch noch das neueste Mitglied meiner stolzen Flotte. Ein völlig neuer, revolutionärer Schifftypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit, Zirp war da nämlich in einer Bar so ein süßes junges Mädchen und... Ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Fremdgegangen bin ich, alter Narr, nun mal eben. Und in ihrem Zorn hat Dilda mich in diese beschämende Erscheinung verwandelt, Zirp.
Und als ob ich nicht schon genug gestraft wäre, Zirp, ist sie dann auch noch mit der Hildegard 1 über alle Berge geflogen. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, Zirp. Arbeit zwar unverzüglich mit dem Bau der Hildegard 2 begonnen, aber in Gestalt einer Juckzirpe geht die Arbeit nicht recht voran. Ich schäme mich selber, Zirp. Aber in der Sache mit Königin Brain kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen, Zirp. Ja, aber das Sündentor ist beschädigt, eine Passage nach Alexandria also zurzeit nicht. Mach dir deswegen keinen Kopf, die Reparaturen haben bereits begonnen. Sobald das Tor wieder funktionstüchtig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten. Ja, und hoffentlich gelingt es uns, deine Mutter wieder zur Raison zu bringen. Onkel Sid? Es ist nichts. Ich war nur damals sehr in Sorge, als ich hörte, dass das Theaterstück abgeschützt sei. Aber es scheint, als hätte Bark da wirklich einen sehr fähigen Jungen in seiner Truppe, Zirp. Guten Morgen, Zidane. Oh, bist du wohl ein Frühaufsteher, Vivi? In Lindblom geht es dir ganz schön bunt zu. So viele Leute an einem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Hier geht's immer so zu und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Das sind wohl alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind da auch drunter. Aber egal, hey. Irgendwie hat es mich hierher verschlagen und ich mich versah, bin ich bei der Tante losgelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel. Das ist unser Hauptquartier. Ich gehe da jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann führe ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Komm schon zurecht. Jetzt fällt dir, Gil. Ich würde dich nur beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein süßes Mädel. Ein ATM? Der Mockmeier. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Ausnahmsweise werde ich heute auch noch über die Schmieden einen Vortrag halten. Ja. Nee. Also wenn man die ganzen Geschichten noch nicht kennt, ist das sicherlich sehr hilfreich, sich da durchzulesen, aber... Schmieden ist gar nicht so schwer. Chefchen weiß echt viel, Kupo. Hey, so ist es. Gut. Haben wir hier noch irgendwas im Zimmer rumzulegen? Ich glaube aber nicht, ne? Das heißt, wir gehen mal ins Nachbarzimmer. War hier irgendwas? Hey, nur den Muggel. Okay. Also, zum Thema Schmieden kommen wir dann wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge. Für heute war's das. War auch lange genug. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.